Robby Rambaldi, Präsident der Rittnerburm. Eine Halbfinalserie, nichts für schwache Nerven. Leider das letzte Spiel, entscheidende Spiel, verloren. Ja, ist sehr schade. Wir haben uns tapfer zurückgekämpft, aber leider waren in den ersten zwei Drittel die Chancen auswärts nicht so gut. Das ist leider ein bisschen ein chronisches Problem, was wir in der ganzen Saison mit uns mitziehen. Aber sie haben Herz gezeigt, so großen Einsatz, und schade, dass es nicht im Overtime gereicht hat. Erstes Amtsjahr hinter dir. Wie sieht es aus für die Zukunft? Ja, es schaut gut aus. Wir werden, also was heuer anbelangt, haben wir sicherlich das Ziel erreicht, vorne mitzuspielen. In der Italienmeisterschaft waren wir im Finale, waren 10 Minuten vor Schluss nach vorne. In der Alps haben wir das Halbfinale erreicht. Es hat leider für den Finaleinzug nicht geklappt, aber wir greifen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder an.